Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der euch beim Hören Geld bringt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir erklären heute Closer Business in 10 Minuten, richtig? Genau, das heißt, die ersten 10 Minuten werden komplett wirklich vollgepackt mit Content. Da erklären wir alles rund um das Thema Closer Business. Wie wird man Closer? Wie sieht der Job aus? Und so weiter. Und dann im zweiten Teil von dem Podcast heute werden wir einfach nochmal über die Vorteile sprechen, auch eventuell über die Nachteile. Aber ich würde sagen, alle, die wissen wollen, wie Closer Business funktioniert in 10 Minuten, wir legen jetzt gleich mal los, würde ich sagen, oder? Let's go. Was macht denn ein Closer? Ein Closer verkauft Produkte, die bereits validiert sind, die seriös sind, im Regelfall Dienstleistungen oder Coachings von bereits bestehenden Unternehmen an deren Interessenten. Das bedeutet, der Vorteil von einem Closer ist, er muss weder eigene Kundenanfragen generieren, er braucht keine eigene Website, er braucht keine eigenen Mitarbeiter, keine eigenen Produkte oder irgendwas in dieser Art. Das kannst du alles vergessen, sondern alles, was du machst, ist quasi, du partnerst mit einem Unternehmen, das bereits existiert und verkaufst deren Produkte an deren Interessenten. Das mal in der Kurzzusammenfassung. Okay, also auf Deutsch ist ein Closer-Job ein Vertriebsjob, richtig? Das ist ein Vertriebsjob, korrekt. Was noch wichtig ist, als Closer zu verstehen, ist, man spricht mit Leuten. Aber nicht so wie im klassischen Außendienst, ja, so der klassische Schraubenverkäufer, Staubsaugerverkäufer oder irgendwas, der bei den Leuten door-to-door irgendwie klopft und da Kaltakquise macht, sondern du bekommst warme Kundenanfragen von der Firma zur Verfügung gestellt, die du dann digital abschließt, zum Beispiel in der Videokonferenz oder am Telefon. Mhm. Der Riesenvorteil ist, du kannst dadurch im Vergleich zu jemandem, der jetzt so ein klassisches Hausierergeschäft macht, ja, wo er immer mit irgendwelchen Leuten spricht, die eh keinen Bock oder keine Zeit haben, du sprichst nur mit Leuten, die sich von sich aus freiwillig bei einer Firma gemeldet haben, weil sie gesagt haben, hey, das Angebot, das ihr verkauft, das ist für mich total interessant. Ich hätte das ganz gerne, dass mir das jemand sauber erklärt. Das heißt, die Leute haben von sich aus schon Bock. Magst du ganz kurz darauf eingehen, wie die Leute überhaupt auf die Firma aufmerksam werden? Gerne. Ganz kurz nochmal den letzten Gedanken zu Ende, weil der Hausierer oder der Außendienstler ja quer durch die Weltgeschichte fahren muss, ja auch die die Versicherungsverkäufer. Das musst du als Closer alles nicht machen und das hat wiederum den riesengroßen Vorteil, dass du am Tag halt nicht 2 oder 3 Termine machen kannst, zum Beispiel ja wie so ein Außendienstler, der dafür 8 Stunden quer durch die Gegend fahren muss und unter anderem auch die Umwelt verpestet. Sondern du kannst es von zu Hause aus machen. Beispiel, ja, du bist komplett ortsunabhängig, weil du digital berätst. Also per Videokonferenz oder per Telefon, wie ich schon gesagt habe. So, jetzt hast du gefragt, wie kommen die Firmen überhaupt an die Kundenanfragen? Also wo kommen die alle her? Wisst ihr, was Werbung ist? Komisches Daher. Konzept, nie gehört. Das heißt, egal welche App du auf deinem Handy aufmachst, egal auf welcher Webseite du im Internet unterwegs bist, ob du dir irgendwo Schuhe kaufst oder egal, wo du bist, ja, bei Social Media zum Beispiel, Insta, Facebook oder generell Meta, TikTok, YouTube, da kommt ja überall Werbung. So zu jedem, also zu allen Themen, die für dich gerade interessant sind, wird dir Werbung ausgespielt. Und du hast dir sicherlich schon mal irgendwas im Internet gekauft, ja. Vielleicht sogar schon mal ein Coaching oder eine Dienstleistung gebucht. Und darüber generieren die Firmen ihre Kundenanfragen. Was ist der riesengroße Vorteil, wenn die Firma das macht und man das nicht selber machen muss? Boah, wo soll ich anfangen? Du musst kein Geld dafür die Werbung ausgeben, du musst kein Personal zahlen, das dir beim Werbung schalten und aufnehmen und entwickeln hilft. Du musst keine eigene Firma haben, das heißt, du trägst das komplette Risiko nicht, du hast kein Kostenrisiko, keine Personalverantwortung, sondern im Endeffekt ist die einzige Verantwortung, die du hast, dass du die Kunden sauber berätst. Das heißt, dass du deinen Job gut machst und sämtliche andere Verantwortung wird outgesourced. Wolltest du darauf raus? Ja, genau. Werbung ist sau teuer und sau kompliziert. Mal im Verhältnis, wie viel Geld gibt unsere Firma im Monat, also nur unsere Firma im Monat für Werbung aus? Das musst du mir jetzt aktuell sagen, weil du der Werbungsmaster bist, aber ich glaube zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Genau, also aktuell so 65.000 bis 70.000 Euro. Geben wir jeden einzelnen Monat von unserem Geld aus für Werbung. 65.000 bis 70.000 Euro im Monat. Und ich sag dir eine Sache, wenn du nicht so viel ausgeben kannst, sondern nur weniger, dann kaufe ich dir die ganzen Kundenanfragen weg, weil das nach einem Bieterverfahren funktioniert. Diese ganzen Probleme hast du als Closer nicht, weil sich die Firma drum kümmert. Ja? Das bedeutet, meine Closer zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel konkret für mich oder für uns arbeiten, die kriegen jeden Tag einfach Kundenanfragen von Leuten, die sagen, hey, ich finde die Ausbildung spannend, kann mir das mal jemand erklären? So, das mal im Grundkonstrukt. Bevor wir jetzt auf die Verdienstmöglichkeiten eingehen, die mit Abstand einer der größten Vorteile sind, noch ganz kurz 2, 3 Sachen, die mir wichtig sind, dass ihr die versteht. Der Grund, warum sich dieses Closer-Business so
warum das so perfekt ist, um damit zu starten, ja, und nicht jetzt ein eigenes Business aufzubauen, ist, weil du kein Startkapital brauchst und weil du dementsprechend dann auch kein Risiko hast. Weil jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn die Firma dir keine vernünftigen Kundenanfragen liefern kann, dann gehst du halt einfach zur nächsten Firma. So, das kann dir wirklich egal sein, weil du keinerlei Verantwortung für irgendwie die Kosten, fürs Büro, für whatever hast. Auch nicht für die Kunden, das ist ja auch so auch nicht für die Kundenschwanz. Kommen wir auch gleich noch dazu. Aber der zweite riesengroße Vorteil ist, du kannst das neben deinem Hauptjob starten, weil du selber bestimmen kannst, wie viel zeitliche Kapazität du pro Woche in der Lage bist aufzubringen. Beispiel, wenn du jetzt Stand jetzt einen klassischen 9-to-5-Job hast oder wenn du in der Schichtarbeit bist, dann hast du ja relativ klar abgesteckte Arbeitszeiten, dass du sagst, hey, ich bin zum Beispiel unter der Woche immer um 17 Uhr zu Hause, nur als Beispiel. Oder ich kann immer am Wochenende. Dann kannst du ja die Kundentermine am Wochenende machen, zum Beispiel. Und du kannst auch sagen, ich mache am Wochenende, am Samstag und Sonntag mache ich jeweils 4 Termine. So, ein Termin dauert im Schnitt 4 Stunden. Ein Termin dauert im Schnitt ungefähr eine Stunde. Das heißt, du kannst, wenn du 4 Stunden bereit bist, Samstag und Sonntag reinzustecken, 8 Termine machen. So. Und das ist deswegen so geil, wenn du machst keine Kaltakquise, sondern sprichst nur mit Leuten, die eh Bock haben und du erklärst einfach 8 Leuten immer wieder das gleiche Produkt. So, das ist keine Raketenwissenschaft. So. Deswegen kann man so geil neben seinem Job starten, weil man kein Kapital braucht und weil man sich Zeit geil einteilen kann. Was ist denn der Vorteil für Firmen von digitalem Vertrieb im Vergleich zu ein klassisches Geschäft, der Vertriebler fährt zum Kunden oder man trifft sich in der Firma zum Verkaufsgespräch? Du kannst viel mehr Umsatz machen. Weil? Du kannst viel mehr Umsatz machen und hast gleichzeitig viel weniger Kosten, weil ein Außendienstler, erstens, der braucht ein Auto, also einen Firmenwagen. Dieser Firmenwagen muss betankt werden, der muss versichert werden, da müssen Steuern drauf bezahlt werden. Der muss sogar noch mit im Regelfall 1% oder 0,5% des Bruttolistenpreises pro Jahr versteuert werden. Heißt, hat für den Mitarbeiter teilweise auch wieder Nachteile. Das produziert nur Kosten und ist sau ineffizient. Wenn du das aber als Firma zum Beispiel im digitalen Vertrieb anbietest und nahezu jedes Produkt kannst du im digitalen Vertrieb verkaufen, speziell erklärungsbedürftige Produkte, hast du quasi keine Kosten, weil so eine Videokonferenzsoftware kostet 20 Euro im Monat. Telefon kostet halt nahezu gar nichts, weil jeder hat halt ein Telefon. So, das heißt, du hast extrem wenig Kosten. Du kannst dadurch in der gleichen Zeit viel, viel mehr Kundentermine machen und somit auch viel, viel mehr Geld verdienen als Firma. Ja, und das Einzugsgebiet erweitert sich ja auch massiv. Stimmt, also sorry, das habe ich ganz vergessen. Ja, klar. Das darf man nicht unterschlagen, weil ich meine, eine Firma, auch wenn die Außendienstler hat, die durch ganz Deutschland fahren, ein Außendienstler kann nicht gleichzeitig heute in Berlin und in Garmisch-Partenkirchen sein. Das funktioniert einfach logistisch nicht. Genau. Stimmt, Übernachtungskosten kommen noch dazu, Spesenabrechnung. Ja, Wahnsinn, und allein logistisch, es geht nicht. Also, du kannst im digitalen Vertrieb mit jemandem aus Berlin und aus München innerhalb von 2 Stunden jeweils einen Beratungstermin machen. Das funktioniert nicht, wenn du physisch vor Ort sein musst oder wenn der Kunde zu dir kommen muss. Und deswegen switchen, so wie man das aktuell am Markt beobachten kann, auch immer mehr Firmen einfach in den digitalen Vertrieb, weil die merken, hey, das macht Sinn. Man kann die Produkte da genauso sauber verkaufen, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Und der Kundenradius erweitert sich einfach massiv. Genau. So, jetzt kommen wir mal zum letzten Punkt, zu dem Thema noch. Ich habe jetzt leider auf meiner Rolex Daytona die Stoppfunktion nicht benutzt. Ich wollte nur kurz flexen. Kommen wir mal zum letzten und zum wichtigsten Punkt, und zwar zu dem, wie werden diese Hochpreis-Closer bezahlt und warum lohnt sich das Ganze so? Du wirst als Closer immer nach Leistung bezahlt. Das bedeutet, wenn du einen Verkauf machst, dann kriegst du eine Provision, ja, also einen Prozentanteil vom Kaufpreis. Beispiel, du verkaufst irgendeine Dienstleistung für zum Beispiel 5.000 Euro. Ob du dir das jetzt vorstellen kannst oder nicht, lass es mal so stehen. Akzeptiere jetzt einfach mal, dass es so ist. Ein Closer verkauft ein Produkt für im Schnitt zum Beispiel 5.000 Euro. Davon kriegt er zum Beispiel 10% Provision, wenn dieser Kaufvertrag erfolgreich zustande kommt. Das bedeutet, es sind 500 Euro. Wenn du also innerhalb von einem Beratungstermin, der eine Stunde dauert, einen Abschluss machst, verdienst du 500 Euro. Zugegeben, du machst natürlich nicht bei jedem Beratungstermin sofort einen Abschluss, aber wenn du nicht völlig auf den Kopf gefallen bist, machst du bei der Hälfte aller Termine einen Abschluss, also 50%. Das bedeutet, im Schnitt verdienst du also 250 Euro pro Stunde. Wenn wir das jetzt mal auf dieses Wochenende runterrechnen, von dem ich vorhin gesprochen habe, 4 Termine pro Tag, Samstag und Sonntag, dann hast du 4 mal 250 sind 1.000 Euro plus am Sonntag nochmal 1.000 Euro, weil du jeden zweiten abschließt, dann sind es 8.000 Euro pro Monat, die du on top dazu verdienst, weil du am Wochenende nochmal Gas gibst. Ja, und nochmal, das sind 4 Stunden. Du musst die Kunden danach nicht betreuen, du musst keinen After-Sales, irgendwas machen, nix. Du machst einfach nur die Beratungstermine. So,
das zum Verdienst. Und das sind absolut realistische Beispiele. Es gibt auch Dienstleistungen, die kosten mehrfach fünfstellige Summen, also 30.000 Euro, 50.000 Euro, 80.000 Euro und so weiter. Zugegeben, davon findest du natürlich nicht so viele Leute oder so viele Firmen, für die das interessant ist. Ja, aber zum Beispiel, wir haben einem Dienstleister, mit dem wir zum Beispiel zusammengearbeitet haben, von dem wir eine Dienstleistung gekauft haben, jetzt über die letzten 12 Monate fast 250.000 Euro bezahlt. Das waren mehr als 20.000 Euro jeden Monat, die wir da überwiesen haben. So, das musste ja auch irgendjemand closen, den Deal. Ja, also kannst du ja ungefähr ausrechnen, was der Closer an dieser Viertelmillionen, an diesem Viertelmillionen-Auftrag verdient hat. So, also ich weiß, ich kenne jetzt die Prozent, also die Provision von dem nicht, aber der wird da schon dick verdient haben an uns. So, das heißt also, es ist ein idealer Job, um den neben seinem Hauptjob zu starten, und es ist ein idealer Job, wenn man einfach seine Zeit extrem wertvoll machen will mit Geld. So, ich denke, das ist jetzt mal zum wichtigsten Punkt. Jetzt kommen wir mal zum Haken, oder? Okay, gerne. Was ist der Haken daran? Weil ich höre jetzt schon wieder, dass ganz viele sagen, ja, aber wieso sollten die Firmen und wieso sollten die mich nehmen? Und naja, schau mal her. Ich höre da noch was anderes. Ja, aber warum macht das dann nicht alle, wenn es so einfach ist? Ja, okay, stimmt. Dazu kommen wir dann gleich. Dazu kommen wir im zweiten Teil. Alright. Also, welchen Vorteil haben die Firmen davon? Naja, ganz einfach. Du kannst, wenn du über genügend Geld verfügst, unlimitiert Kundenanfragen einkaufen. Das ist ja der Witz von Online-Marketing. Du hast aber nicht unlimitiert Personal oder Closer, die diese Kundenanfragen abschließen. Das ist in jeder Firma immer der Flaschenhals. By the way, auch bei uns, obwohl ich einen Zugriff auf über 1000 Hochpreis-Closer habe, ist selbst das bei uns immer noch ein Bottleneck. Das kriegst du auch nicht raus, obwohl wir schon extrem gut aufgestellt sind. Das heißt, der erste Haken ist, du kannst als Firma unlimitiert Kundenanfragen einkaufen, aber es ist super schwer, einen Closer zu finden, der auch was kann, der diszipliniert ist. Und das ist der Haken. Die setzen nicht irgendeinen Volltrottel vor ihre potenziellen Kunden und sagen, ja, mach mal. Sondern die setzen da ausschließlich Closer hin, von denen sie wissen, die sind seriös, die machen einen guten Job, die sind diszipliniert, die sind zuverlässig und die haben auch was drauf. Und die haben wirklich ein Interesse daran, dem Kunden die beste Beratung zu geben, die sie können. Heißt also, du hast die Möglichkeit, zu diesen Jobs zu kommen, wenn du A, extrem kompetent bist, weil du B, eine Ausbildung gemacht hast, in der du alles lernst, was man wissen muss, um als Hochpreis-Closer nachhaltig erfolgreich zu sein. So, das mal zum wichtigsten Punkt. Also auch dieser Job hat eine Eintrittshürde, und zwar Kompetenz, so wie nahezu jeder Job, in dem man seriös Geld verdienen kann. So, letzter Punkt. Ja, was ist, wenn ich keinen Job finde, oder? Stimmt, ja. Weil ich habe ja dazu, diese Woche ist ein Video hochgekommen von mir, wo ich darüber geredet habe, weil es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Closer-Ausbilder, die halt von dieser Closer-Ausbildung leben und die halt merken, okay, da kann man gut Geld verdienen, wenn man sowas anbietet, bla, und die halt da einfach nur die schnelle Mark wittern. So, das Problem dabei, das habe ich auch in diesem Video schon angesprochen, ist, die haben halt keine Partnerfirmen, mit denen sie kooperieren. Das bedeutet, die können die Leute, die sie ausbilden, also zum Beispiel dich, anschließend nicht weitervermitteln, weil sie keine Connections haben, weil sie kein Netzwerk haben, weil sie keine Firmen haben, die auf deren Pool von Closern zugreifen. Bei uns ist das anders. Wir haben Stand jetzt roundabout 76 Partnerfirmen. Es kann sein, plus minus, das bisschen variiert, die von uns Closer beziehen. Das bedeutet, wenn du bei uns in der Ausbildung bist und wenn du die durchziehst und wenn du alles machst, was wir sagen, dann wirst du hinten raus von uns auch in einen Job vermittelt. Welches Interesse haben wir daran, dich in einen Job zu vermitteln? Naja, ganz einfach, wir kriegen da Vermittlungsprovision. Wir bekommen Geld von den Firmen, wenn wir denen das Personal bringen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du als Closer im Schnitt, ja, das ist jetzt ein reiner Durchschnittswert, 50.000 Euro pro Monat an neuem Umsatz in die Firma reinbringst. Bei 10% Provision sind das pro Monat 5.000 Euro für dich. Ja, und die Firma macht also immer noch 45.000 Euro Gewinn oder Marge. Klar, da gehen noch Werbekosten weg, pipapo. Aber jetzt sagen wir einfach mal ganz grober Daumen, wenn du 50.000 in die Firma reinbringst, bleiben dieser Firma 25.000 Euro pro Monat, ja, an zusätzlichem Umsatz, den du quasi reinbringst. So, wie viel ist das jetzt aufs Jahr hoch betrachtet? Ich glaube 300.000 Euro, ja, kommt ungefähr hin. Ich versuche meinen Punkt gerade nicht zu vergessen. Das bedeutet, du bringst als Closer und ich, dadurch, dass ich dich in diese Firma vermittle, 300.000 Euro Gewinn zusätzlich pro Jahr in diese Firma. Glaubst du, die Firma hat ein Problem damit, mir 20.000 Euro dafür zu bezahlen, dass sie einen vernünftigen Closer von mir bekommen hat? Ja, natürlich nicht, weil es immer noch ein Bombengeschäft ist. Selbst wenn ich 50.000 Euro pro vernünftigen Closer nehmen würde, wäre es immer noch ein Bombengeschäft. Mache ich nicht, ja, aber das ist das Interesse, das wir haben,
Ja, so kommst du jetzt ohne eine Ausbildung an einen Job? Na, wahrscheinlich nicht, weil du hast die Connections nicht, du hast nichts vorzuweisen, bla bla bla. So, das ist meiner Meinung nach Hochpreis-Close-Up-Business in 10 Minuten erklärt. Ich weiß nicht, ob wir es in 10 Minuten geschafft haben, aber ich denke, es ist relativ einleuchtend. Wenn du stehen geblieben, ich kann es dir nicht sagen, bei mir ist seit das Problem mit Automatikuhren, ne? 10:30. So, was war dein Punkt? Ich habe es erst nicht gemerkt, weil wir haben 10:30 gestartet. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte noch anbringen, jetzt habe ich ihn doch halb vergessen, aber was meiner Meinung nach noch einfach bei vielen Ausbildungen fehlt oder warum viele Closer trotz Ausbildung danach keinen Job finden, ist, dass den Leuten keine Bewerbungskompetenz oder keine Jobakquise-Kompetenz mit an die Hand gegeben wird und dass sie da einfach mit komplett surrealen Erwartungshaltungen teilweise auch aus den Ausbildungen rausgehen, dass die überhaupt nicht wissen, was die Firmen suchen, was den Firmen wichtig ist, wie die auch mit den Firmen kommunizieren müssen, um der Firma zu vermitteln, dass sie kompetent sind als Closer. In vielen Ausbildungen wird ja gar nicht kommuniziert, dass Kompetenz wichtig ist, sondern da wird dieses Easy Money kommuniziert, im Sinne von, ja, ist so einfach Geld zu verdienen und das kann im Endeffekt jeder, was ja auch stimmt, aber nicht jeder kann Disziplin mitbringen und nicht jeder kann der Firma kommunizieren, hey, pass mal auf, du kannst mir deine Leads, die du mit viel Geld eingekauft hast, gerne anvertrauen. Ich werde damit sorgsam umgehen. So, und das fehlt in ganz vielen Ausbildungen, wo wir uns ja eine riesen Mühe damit geben. Das ist ja auch immer so mein Steckenpferd. Deswegen klinge ich da immer wie eine gebrochene Schallplatte, weil mir das so extrem wichtig ist. Ja, und das ist halt einfach wichtig, dass die Leute das am Ende verstehen. Und das sehen wir aber ja auch. Jeder, der das verstanden hat, findet eine super Kooperation und verdient dann auch gutes Geld. Und Leute, die da halt einfach, weiß ich nicht, ohne jegliche Kompetenz auf den Markt geschmissen werden und ohne jegliche Hilfestellung, naja, 100%. Muss man sich nicht wundern, ne? Wir haben letzte Woche hat im Live-Call ein Kunde zu mir gesagt, wie krass das eigentlich ist, dass wir Jobs zur Verfügung stellen, weil faktisch stellen wir ja für unsere Kunden und Aufträge zur Verfügung. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja krass, stimmt eigentlich, weil jetzt überleg mal, es gibt ja viele Make-Money-Opportunities online, zum Beispiel Dropshipping oder auch Copywriter-Ausbildung oder es gibt super viele verschiedene Sachen, Amazon, FBA, wie du das alles lernst, bla bla bla. Oder auch Business-Coaching, so Social-Media-Marketing-Agency-mäßig. Mhm. So baut man seine eigene Social-Media-Marketing-Agentur auf, bla bla bla. Wisst ihr, was lustig ist? In keinem einzigen dieser Coachings bekommst du am Ende einen fertigen Kunden vor die Nase gesetzt. Das ist eine Leadliste, die wir einfach anbieten. Oder eine Leadliste. So, hier ist eine Leadliste im Wert von was weiß ich, wie vielen 1.000 Euro. Hier kannst du die anrufen, die warten alle auf dich. Ja. Das passiert halt nicht. Bei uns gibt's das schon. Was ich total crazy finde, weil das für mich völlig selbstverständlich war, das zur Verfügung zu stellen. Und nochmal, ich sag das jetzt nicht, um zu sagen, wie super wir sind, so bla, sondern ich dachte mir halt, naja gut, ich bilde ja in irgendeiner Form quasi Personal aus, auch wenn es zu einem sehr, sehr großen Teil Freelancer sind. Aber faktisch helfe ich den Leuten ja in so eine kleine Semi-Selbstständigkeit im Endeffekt. Mhm. Ich wäre ja blöd, wenn ich danach kein Anschlussprodukt hätte. Wenn ich quasi nur einmal upfront so eine kleine Ausbildungsgebühr einstecke und danach sage, ja, okay, gut, dann verdiene ich halt nicht weiter. Also ich will ja auch Geld verdienen und deswegen haben wir die Vermittlung noch dazu genommen. Offen gestanden auch aus einem sehr starken egoistischen Aspekt, weil ich ja blöd wäre, wenn ich daran aufhören würde, an der Wertschöpfungskette zu partizipieren, weil ich bilde ja dich jetzt zum Beispiel oder wir 8 Wochen lang aus, damit du richtig gut bist und dann, wenn du fertig bist und richtig gut bist, wieso sollte ich dann aufhören, quasi weiter an der Arbeit, die ich 8 Wochen reingesteckt habe, zu verdienen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen haben wir dieses riesen Partnernetzwerk gebaut, weil am Ende des Tages davon alle profitieren, weil die Vermittlung, die bezahlst ja nicht du, sondern die Firmen zum Beispiel. Aber die Firma kriegt dadurch auch einen geilen Closer und verdient dadurch mehr Geld. Also das ist eine Dreiecksbeziehung, wo eine bessere Symbiose eigentlich gar nicht möglich wäre. Ich will nur, dass euch klar ist, dass egal, was ihr da draußen macht, egal, Copywriter-Ausbildung, Social-Media-Marketing-Agency, you name it, egal was es ist. Ihr braucht dann nicht glauben, dass ihr am Ende einen fertigen Kunden oder einen fertigen Partner vor die Nase gesetzt bekommt. Won't happen, habe ich noch nie gehört. Warum auch? Weil, guck mal, ich habe in meinem Leben jetzt alleine nur für Coachings, jetzt mal abgesehen von Dienstleistungen, locker 300.000 Euro ausgegeben im Business-Bereich. Glaubst du, ich habe am Ende einen Kunden hingesetzt bekommen? Da war es halt so, ja, so kommst du an Kunden, aber machen musst du es selber. Wir setzen den Leuten fertige Firmen vor die Nase, die sagen, ja, okay, melde dich bei uns. Wir brauchen Leute. Das ist eigentlich total absurd. Und ich finde es total crazy, dass das offenbar immer noch nicht ganz kapiert wurde im Markt,
was es für eine riesengroße Chance ist, Closer zu werden, speziell jetzt in der Ausbildung wie unserer, wo du am Ende einen fertigen Partnerbetrieb vor die Nase gesetzt bekommst. Das wäre wie, ich erinnere mich gerade so an unser Dating-Coaching. Das war ja dasselbe Prinzip, ne? Ja, das war exakt dasselbe Prinzip, deswegen waren wir da ja so erfolgreich, weil wir nicht einfach nur Typen hatten, die irgendwie eine Freundin finden wollten, sondern weil wir auch Mädels hatten, die gesagt haben, hey, ich möchte auch einen Partner finden, und dann haben wir die Leute zusammengebracht. Deswegen waren wir nicht nur finanziell und umsatztechnisch die erfolgreichsten, sondern auch, was die Kundenergebnisse angeht, weil wir den Bedarf zusammengebracht haben. Und genau das Gleiche machen wir hier auch. Und ich finde es völlig absurd, wenn irgendwelche anderen Ausbilder, und ich weiß, ich nutze ganz viele Gänsefüßchen, aber wenn die das einfach nicht machen. Erstens ist es für euch finanziell dumm, wenn ihr das nicht macht. Also liebe quasi Marktteilnehmer, so, das ist halt mega dumm. Und zweitens ist euer Service damit halt auch, meiner Meinung nach, auch nur, weiß ich nicht, 10% von dem, was die Leute bei uns bekommen. Also hängt euch mal ein bisschen rein und macht euer Business und euer Produkt mal ein bisschen besser. Weil das Wichtige ist, nicht immer nur auf YouTube-Videos machen und haten und oh, da gibt's so einen mit einer Rolex, der ist voll der Arsch, bla. Ja, das bringt euch nichts und das bringt den Kunden auch nichts. Sondern was tatsächlich den Leuten, die sich jetzt zum Beispiel dieses Video hier angucken oder diesen Podcast hören, ist, wenn ihr mal wirklich Partnerbetriebe findet, die vernünftig konstant Leads liefern können und die vernünftig konstant auch die Closer mal vernünftig bezahlen können. Damit würdet ihr Mehrwert schaffen. Diese Firmen wollen aber nicht mit euch arbeiten, weil die wissen, dass ihr Fluppen seid. So, jetzt driften wir aber ein bisschen ab. Ja, sorry, aber Gedanke war ja Vor- und Nachteile von dem Closer-Business und einmal in 10 Minuten erklärt. Wir haben die 10 Minuten jetzt durch. Ich würde sagen, wir machen die gute alte Sandwich-Methode. Wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen. Gibt es auch Nachteile im Closer-Business? Klar, du tauschst Zeit gegen Geld. Das wollen immer alle, die dann im Internet da mit passivem Einkommen ihre 15 Euro da jeden Monat in ETFs ballern. Aber ich sage euch eine Sache. Ich tausche ja auch Zeit gegen Geld, aber ich tausche halt meine Zeit gegen fucking viel Geld. Und was willst denn du sonst machen? Jetzt mal rein hypothetisch angenommen, du hättest jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung. Ich traue mich wetten, dass 99% der Leute in irgendeine Sucht abdriften. In irgendeine Drogensucht oder in irgendeine Depression oder keine Ahnung. Warum? Weil ein Mensch ohne Aufgabe kein Mensch mit Würde ist. Du brauchst immer irgendeine Aufgabe. Und dann alle, die sagen, ja, dann würde ich ein Tierheim aufmachen. Ja, aber dann hast du doch auch eine Aufgabe. Ja. Und glaubst du, ein Tierheim kostet nichts? Also es ist egal, du brauchst als Mensch immer eine Aufgabe, deswegen diese Sache Zeit gegen Geld tauschen ist voll dumm. Ja, aber Leute, wenn ihr eure Zeit gegen 15 Euro Mindestlohn, oder ich habe gehört 15 Euro Mindestlohn, wenn ihr eine Stunde eures Lebens gegen 15 Euro Mindestlohn tauscht, ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn du pro Stunde mehr verdienst als ein Anwalt, der dafür acht Jahre studieren musste, oder gegen einen Mediziner, der auch nur, weiß ich nicht, runtergerechnet 250, 300 Euro die Stunde verdient und dafür teilweise 10 Jahre studieren musste und Schichtdienst im Krankenhaus und Bettpfannen auslernen und schieß mich tot. Ja, da mache ich doch lieber das, was wir hier machen. Aber Zeit gegen Geld wirst du immer tauschen müssen. Naja, also du musst zumindest Zeitaufwand reinstecken, um am Ende Geld rauszukriegen. Also ohne geht's ja nicht, ne? Selbst wenn du über Aktien oder Dividenden das Ganze dribbeln willst, ja, was glaubst du, wie viel Zeit und Energie und vor allen Dingen auch Geld du reinstecken musst, um zu verstehen, wie das funktioniert? Das erklärt dir doch keiner umsonst, der was drauf hat. Ist das wirklich ein Nachteil? Weil ich glaube, das ist halt einfach ein Prinzip, das man nicht aushebeln kann. Nein, aber für viele Leute ist das halt immer so, ja, aber dann tausche ich immer noch Zeit gegen Geld. Ja, geht nicht anders. Also, was willst du sonst machen? Willst du den ganzen Tag am See liegen? Das ist doch auch Quatsch. Nein, ich finde, man muss halt auch verstehen, irgendwoher muss dieser Mehrwert oder der Gegenwert kommen. Man kann nicht erwarten, dass einem einfach Geld entgegenfliegt, ohne dass man irgendwas dafür tut. Also, Thema Wertschöpfungskette, irgendwie muss das ja funktionieren, das ist ganz logisch. Ja. Der zweite Nachteil ist, du bist halt abhängig, so direkt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Freelancer-Closer bist und du arbeitest zum Beispiel für zwei Partnerfirmen, sagen wir jetzt einfach mal, du machst es Vollzeit, und du arbeitest für zwei Partnerfirmen, dann hast du ja im Endeffekt zwei große Kunden. Nicht so wie wir jetzt, tausende verschiedene, sondern zwei große. Das bedeutet, wenn dir halt einer wegbricht, dann brechen dir halt sofort 50% vom Umsatz weg. So. Da muss ich auch ein bisschen widersprechen, dass das ein Nachteil ist, weil wenn du ein bisschen ein guter Closer bist, dann hast du doch schnell wieder einen neuen Kunden. Ja, und so löst man das Problem halt. Ja, okay. Also Firmen kommen und gehen. Ja, Firmen kommen und gehen. Das ist das Normalste der Welt. Außer du, weiß ich nicht, arbeitest jetzt in irgendeinem Konzern oder so. Aber mittelständische Firmen kommen und gehen. Das ist normal. Ich sag halt nur, es kann halt sein, dass dir von einem Monat auf den nächsten, aber das bahnt sich ja auch an. Ja? Das ist ja nicht so von heute auf morgen, ja okay, sorry, wir machen dicht. Ja, und selbst wenn, also dann kriegst du das Problem ja locker gelöst. Es gibt ja nicht nur zwei Firmen auf der Welt, sondern musst du halt wieder in die Akquise gehen, wenn du es aber auch einmal gelernt hast, wenn du einmal weißt, wie du an neue Kunden kommst.
Als Closer, also im Sinne von ein neuer Auftraggeber, ja. Ja. Meine Güte. Ich habe übrigens letztens eine Statistik gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmt. Ich kann auch keine Quelle angeben. Das ist jetzt Kategorie Vertrau mir, Bruder. Aber es kommt meiner Meinung nach circa ziemlich genau hin. Und zwar habe ich gelesen, dass es alleine in Deutschland, also nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern alleine in Deutschland inzwischen über 20.000 digitale Anbieter gibt für Coachings und Dienstleistungen. Sowohl im Agenturbereich als auch, wie gesagt, im Coachingbereich. 20.000. Jo, selbst wenn es nur die Hälfte ist. Was wollt ihr eigentlich so? Also von dem her, das kommt auch ziemlich gut hin, wenn man sich die großen Marktteilnehmer anguckt, wie viele Kunden die pro Monat, also wie viele Neukunden die pro Monat durchpumpen. Mhm. Das kommt ziemlich gut hin. Das heißt, selbst wenn jetzt einer von deinen zwei Auftraggebern wegbrechen würde, wie Lea gesagt hat, na, akquirierst du halt den nächsten. Weil du hast bei uns gelernt, wie man Jobakquise macht. Jo. So. Also das könnte man vielleicht noch als Nachteil sehen. Weiterer Nachteil ist, es kann ein relativ einsamer Job sein, wenn du es remote machst. Weil ich weiß, ihr wollt immer alle ortsunabhängig und Homeoffice und Ding. Und wie gesagt, wir machen das ja auch. Unser Business ist komplett remote. Ich weiß aber auch, warum ihr das wollt. Weil ihr aktuell in eurem Scheißjob feststeckt, wo ihr morgens im Stau steht oder in der Bahn euch von irgendwelchen Fremden anrotzen lassen müsst. Deswegen denkt ihr, die Lösung dafür wäre remote, ortsunabhängig, irgendwo anders zu arbeiten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil die andere Wahrheit ist, wenn du dann in deiner Routine drin bist, Geld verdienst, als Closer arbeitest, bla, du bist halt trotzdem alleine, so physisch betrachtet. Wir lösen das zum Beispiel dadurch, dass wir so oft wir können irgendwelche Team-Events machen. Wir haben zum Beispiel auch jeden Morgen ein Meeting mit allen Mitarbeitern. Ja, das Meeting ist digital, aber trotzdem hilft's. Wie gesagt, nichts, also wie sagt man immer, kein Schatten ohne Licht oder kein Licht ohne Schatten, je nachdem. Ich will nur sagen, ich kann das verstehen, dass wenn euch euer Job nervt und bla und dass ihr sagt, hey, ich will ortsunabhängig, es war bei mir genauso, ohne Schmarrn, es war exakt das Gleiche. Und es war auch das erste Jahr richtig cool. Jetzt im zweiten Jahr merke ich, okay, krass, mir fehlen meine Leute irgendwie. Mhm. Ich bin super froh, dass Lea und ich gemeinsam hier arbeiten, weil du gehst halt schon ein, wenn du dich nicht drum kümmerst, sage ich jetzt mal. Also, ja, du musst halt aktiv deinen Freundeskreis dann zum Beispiel pflegen und aktiv schauen, dass du unter Leute kommst. Für mich zum Beispiel ist das überhaupt kein Problem, weil ich durch meine sonstigen Tätigkeiten einfach automatisch unter Leute komme. Wenn man das nicht hat, weiß ich nicht, zum Beispiel einen recht inaktiven Freundeskreis hat, der sich mal alle heiligen Zeiten irgendwann mal trifft, dann, glaube ich, muss man einfach aktiv dafür sorgen, dass man regelmäßig unter Leute kommt. Zumindest, wenn man ein Mensch ist, der es braucht. Es soll ja auch Menschen geben, die froh sind, wenn sie niemanden sehen. Ich mag da aber noch anknüpfen mit einem weiteren Nachteil, der mir einfällt, der ein Nachteil sein könnte. Es ist halt auch einfach auf eine Art ein relativ langweiliger Job nach einer gewissen Zeit, weil du halt einfach immer wieder dasselbe tust. Also ich finde, du musst sehr diszipliniert drin sein, die gleiche Tätigkeit immer wieder in gleichbleibender Qualität auszuführen. Und das ist, wenn man es mal genau betrachtet, oft anspruchsvoller, als man denkt. Es ist einfach, verschiedene Sachen immer wieder gut zu machen, weil du da immer wieder eine neue Herausforderung hast. Das hast du im Closen auch, weil du immer wieder mit unterschiedlichen Leuten sprichst und weil du ja auch kontinuierlich, zumindest wenn du gut bist, mehr Geld verdienst und so dich ein bisschen hochhangeln kannst. Nichtsdestotrotz im Alltag, wenn du mal, weiß ich nicht, wenn es vielleicht auch mal eine Woche dabei ist, wo es nicht aufwärts geht, und das gibt's, also das gibt's in jedem Business, es gibt immer mal zähe Perioden, so, dann ist es halt immer wieder dasselbe Gespräch, das du führst, mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen feinen Ausprägungen, aber basically immer wieder das gleiche Gespräch. Und das ist was man können muss, was man auch üben muss, und wo man einfach Disziplin dafür braucht, um dann nicht beim fünften Kunden am Tag zu sagen, ey, jetzt leg mich doch am Arsch, kauf das Ding noch einfach. Stimmt. Habe ich aber ganz drastisch eine andere Meinung dazu. Okay, erklär. Und zwar, Erfolg bedeutet, jeden Tag die Dinge zu tun, die einen erfolgreich machen. Mhm. Und entgegen dem allgemeinen Glauben von Leuten, die nicht erfolgreich sind, dass es irgendeine magische Pille gibt oder dass es immer irgendwelche krassen Mr. Miyagi-Tricks sind, stimmt es nicht, sondern es sind immer wieder die gleichen 3, 4, 5 Sachen, die dich erfolgreich machen. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Erfolg sehr eintönig ist und sehr langweilig. Deswegen braucht man ja Disziplin, um erfolgreich zu bleiben. Aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe, oder? Also, ja, aber jetzt pass auf. Das gilt für jeden Job, bin ich voll bei dir. Korrekt, so, das gilt für alles. Mhm. Ich habe dazu ein sehr spannendes Beispiel, weil mir das so nie klar war. Nehmen wir mal das Thema Bücher. Mhm. Es heißt ja nicht Best Writer, sondern es heißt Bestseller. Das bedeutet,
der Autor wird am meisten gefeiert, ist am erfolgreichsten, sowohl finanziell als auch von den Fans her, der die meisten Bücher verkauft. Du wirst aber nicht dadurch Bestseller, dass du jedes Mal irgendwas anderes machst, sondern du wirst dadurch Bestseller, dass du einmal irgendwas findest, was funktioniert und dann immer weitere Iterationen davon machst. Beispiel Joanne K. Rowling mit Harry Potter. Nichts für ungut so, aber es ist halt buchstäblich immer das Gleiche. Es ist halt ein anderer Anker. So manchmal ist es der Stein der Weisen, dann ist es, was weiß ich, ich habe es nicht gelesen, aber dann ist es wieder irgendwas anders. Oder anderes Beispiel, Thema Hollywood. Ja, ist euch schon mal aufgefallen, dass es ständig irgendwelche Fortsetzungen von erfolgreichen Filmen gibt? Dune, Dune 2. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Filme... Furious 1 bis 523. Genau, das ist immer wieder das gleiche Prinzip. Was glaubt ihr denn, Vin Diesel, Fast and the Furious oder Fast irgendwas? Glaubt ihr denn, Alter, der Typ spielt seit 20 Mal irgendwie die das ist doch immer das Gleiche. Gibt irgendeinen Bösewicht, der irgendwas mit einem Auto zu tun hat und dann fahren die sich gegenseitig ständig nach. Schnell. Und manchmal kommt noch The Rock und wirft ein Hochhaus um. Aber es ist buchstäblich immer das Gleiche. Oder hier, weil ich es jetzt wieder angefangen habe zu gucken, Navy CIS ist für mich das perfekte Beispiel. Exakt der identische Aufbau. 20 Staffeln, immer wieder das Gleiche. Die haben nicht mal nachhaltig das Intro geändert, weil es einfach funktioniert. So. Wir haben gestern gesagt, da gibt es immer noch diesen 90er-Abspann am Ende, der dich total erschreckt wurde. Sag mal, Freunde, was ist das jetzt? 20 Staffeln, ich weiß nicht, wie viele Staffeln davon pro Jahr rauskommen. Ich würde es einfach mal tippen, eine. Wird das noch produziert? Keine Ahnung, aber whatever. Aber nochmal, 20 Jahre lang immer wieder gebetsmühlenartig der gleiche Skriptaufbau. Am Anfang irgendeine lustige Szene, dann klingelt bei Gibbs das Telefon oder er kommt ins Büro rein, scheucht alle auf. Es ist immer wieder die gleiche Suppe. Jo. So, weil es funktioniert und weil das Erfolg ist. Fitness, Bodybuilding, jeglicher Sport, Fußballer rennen ihr Leben lang Feld auf und ab. Und deswegen will ich sagen, als Closer ist das die Reinform davon, weil du immer wieder das identische Gespräch führst, damit jeder Kunde die identische Beratung bekommt, damit du aber auch immer wieder das identische Ergebnis in Form von Geld bekommst. Deswegen ist es ja so prognostizierbar. Das ist ja das Geile. Ja. Und es gibt meiner Meinung nach keinen, auch wenn ich das jetzt hasse, das zu sagen, aber es gibt keinen schnelleren, aber auch keinen nachhaltigeren und ehrlich gesagt auch keinen seriöseren Weg, den ich jetzt kenne, um schnell, nachhaltig, seriös an Geld zu kommen. Schnell deswegen, weil faktisch, sobald du den ersten Sale gemacht hast, weil du ein Beratungsgespräch hattest, kriegst du Geld. Seriös deswegen, weil du sprichst mit dem Kunden. Du sprichst mit dem. Glaubst du, wenn du dich jetzt mal selber fragst, würdest du absichtlich einen anderen Menschen ins Gesicht lügen? Würdest du das Stand jetzt machen? Wahrscheinlich nicht. So, das bedeutet, du musst deinen Weg über Wahrhaftigkeit gehen. Das ist ja das Geile. So, und nachhaltig deswegen, weil Leute auch in 100 Jahren noch irgendwas kaufen werden. Und zwar von Menschen. Vielleicht habe ich noch nie das Wort wahrhaftig Ja, aber das ist eine ehrlichere Variante, gibt es nicht. Die ganzen Introverts und Marketingfritzen, die sich hinter einem Online-Shop verstecken, nichts für ungut. Okay, jetzt nehmt mir das bitte nicht krumm. Aber ehrlich gesagt, der einfachere Weg, wenn ich habe mir früher auch überlegt, boah, soll ich nicht mal das mit Online-Shop und warum müsste ich nicht mit Leuten reden und niemand würde mich kennen und so. Offen gestanden, ich war nicht talentiert genug, glaube ich. Plus, ich packe das mit diesen rumoptimierenden Zahlen und da nimm mal lieber das hellere Blau und das ist mir zu blöd. Ohne Schmarrn, mit Leuten zu reden, die nach einem 60-minütigen Gespräch zu dir sagen, weißt du was, das war eine richtig geile Beratung. Ehrlich gesagt, ist das genau das, was ich gesucht habe. Ja, wir machen das. Und dann überweist ja 5.000 Euro. Weißt du eigentlich, ich weiß noch heute, wie mein erster Sale damals war. Hubert hieß der. Ich weiß es noch, das war für mich ein kompletter Gamechanger. Ja. Das war richtig crazy. Und das ist ehrlich und das mache ich jetzt seit 6 oder 7 Jahren, ich glaube seit 7 Jahren mittlerweile. Es gibt für mich keinen ehrlicheren Weg. Und ich finde es schade, wenn das von irgendwelchen anderen in den Dreck gezogen wird oder von irgendwelchen unseriösen Scammern irgendwie missbraucht wird, weil du wirst keinen ehrlicheren Weg mehr finden, als einen anderen Menschen ehrlich zu beraten und der danach sagt, weißt du was, das war eine richtig geile Beratung, let's do it. Im Endeffekt ist das Ganze ja guter alter Vertrieb, mit Handschlag, nur mittlerweile digital und strukturiert. Also nicht im Sinne von, es gibt Verkaufstalente, manche können es, manche können es nicht, sondern es gibt mittlerweile einen Weg, wie man jedem Menschen, der grundsätzlich gerade aussprechen kann und in der Lage ist zu kommunizieren, beibringen kann, mit Konzept zu verkaufen, sodass eine Beratung jedes Mal wieder gleich gut ist.
sodass eine Beratung auch einem Kunden was bringt. Und wenn ich jetzt so an alten Vertrieb denke, dann denke ich da dran, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch ein völlig falsches Bild, dann waren das für mich immer so der eine, der kann es halt, weil er irgendwie ein super charmantes Lächeln hat und irgendwie flotte Sprüche auf der Zunge. Und auch irgendwie gut aussieht. So. Genau, und der andere, der kann es halt einfach nicht, weil er irgendwie klein, dick und introvertiert ist. Genau. So, das war irgendwie Gott gegeben und mittlerweile der Unterschied ist im Endeffekt einfach, die Sache ist ja immer noch die gleiche. Es gibt jemanden, der Interesse an einem Produkt hat, da ist jemand, der beraten kann, so, und die zwei Leute müssen zusammenkommen, miteinander sprechen, der eine berät, der andere überlegt sich, ob er es machen will oder nicht. Genau. Schwieriger wird es ja nicht. Gab es schon immer, wird es immer geben, mittlerweile ist das Ganze halt einfach über ein anderes Medium, man trifft sich nicht mehr irgendwo in einem Büro, sondern das Ganze läuft digital, weil wir einfach in der digitalen Welt leben und es gibt ein Konzept, das einfach nachhaltig funktioniert, das man Leuten beibringen kann. Ja, plus dadurch, dass wir übers Telefon größtenteils verkaufen, ist es komplett irrelevant, ob du extrovertiert, introvertiert oder gar nicht vertiert bist. Ja, genau, das meine ich. Also es ist nicht mehr Gott gegeben, jemand kann es oder jemand kann es nicht, sondern man kann es halt einfach jemandem beibringen. Punkt. Und dann ist es eine Arbeit, die man, oder dann sind es Schritte, die man befolgt. Ja. Fertig. So, allein die Tatsache, also jetzt, weil viele ja immer denken, ich wäre besonders extrovertiert und so, soll ich euch mal eine Sache sagen, ihr kennt mich überhaupt nicht. Ihr kennt halt die Variante oder die Seite von mir, die ich im Internet präsentiere. Ihr wisst überhaupt nicht, was ich mir abends auf der Couch denke. Ja, also keine Sorge, ich sitze jetzt da nicht rum und heule irgendwie in meinen Kissen oder so. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie in eine Disco geht. Und ich bin auch keiner, der abends groß Rambazamba braucht. Ich will meine Ruhe mit meiner Frau, mit meinem Hund, mit ein paar Leuten, die mir wichtig sind, fertig. So, also von dem her, ich bin auch keine Rampensau. Ich weiß, wir machen hier diesen Podcast, um Reichweite zu generieren, aber ihr werdet mich Stand jetzt nicht irgendwo auf einer Bühne sehen, wo ich mich von 2000 Leuten beklatschen lassen würde. Ich könnte es locker machen, ja. Ich meine, du kannst dich auf solchen Bühnen easy peasy einkaufen. Ja, ich meine, da gab es ja auch Anfragen, aber du hast es halt einfach abgelehnt. Ja, klar, stimmt. Ich habe dich da auch ein paar Mal so ein bisschen geschubst. Ja, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich brauche das nicht und ich habe nicht zum Spaß ein Online-Business. So, ich arbeite wahnsinnig gern mit meinen Kunden. Da wird es auch ein Event geben, relativ zeitnah irgendwann mal. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mich da irgendwie in die Lanxess-Arena für 20.000 Euro auf so eine Bühne einzukaufen. Und falls ihr, das ist vielleicht abschließend nochmal so ein witziger Punkt, falls ihr denkt, die Speaker auf irgendwelchen Bühnen, die stehen da, weil die so krass sind. Ja, das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, weil die halt eine fünfstellige Summe für den Auftritt bezahlt haben. Was meint ihr, wie viele Kunden die aus so einem Speaking-Gig raus generieren? Ja. Die ganzen Stände und Aussteller, die es da gibt, die zahlen da ja alle Geld für. Also das will ich nur nochmal klargestellt haben, nicht um das abzuwerten, sondern nur um zu sagen, das ist halt eine weitere Strategie, um Leads zu generieren, damit du als Closer wieder was zu verkaufen hast. So, ich mache das halt nicht, weil ich das nicht möchte. Ich weiß, ich könnte das, ich weiß, das würde auch perfekt funktionieren, weil ich genau weiß, welche Facette ich davon von mir auf die Bühne bringen muss, damit es gut klappt. Will ich aber nicht, weil mir das irgendwie einfach zu anstrengend ist, so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Als Closer hast du den Riesenvorteil, du bekommst einfach eine fertige Kundenanfrage vor die Nase gesetzt, mit der du einen Termin machst, der du alles erklärst und am Ende kriegst du einen Teil vom Kuchen ab. Ja. Cool. Und wenn du irgendwann, das ist ja immer das Lustige, ich habe das ja schon mal ein paar Mal erzählt, wenn du irgendwann feststellen solltest, nach ein paar Monaten, wenn du gutes Geld verdient hast, hey, du hast irgendwie keinen Job, keinen Bock auf den Job oder, weiß ich nicht, dir ist Geld doch nicht so wichtig und du kommst mit 2000 Euro netto im Monat klar, cool. Dann kannst du wenigstens mitreden. Dann lässt es halt bleiben. Da wird dir niemand böse sein. Weil du wirst nicht der Erste und nicht der Letzte sein, der nach ein paar 10.000 Euro, die er verdient hat, sagt, ja, okay, reicht mir. Das ist doch okay. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Aber du musst es für dich selber beurteilen können. Weil nur dann kannst du mitreden. Ansonsten wirst du irgendwann in 10 Jahren da sitzen und dir denken, ja, hätte ich doch mal und bla, bla, bla. Ja, stimmt. So. Was macht man jetzt, wenn man Closer werden will? Ja. www.hochpreis-closer.de, da findest du die Möglichkeit, dass du dir einen kostenlosen Beratungstermin buchst und im Endeffekt dich einfach einmal beraten lässt, ob die ganze Tätigkeit als Closer dem entspricht, was du dir jetzt gerade vorstellst, ob du das Ganze machen willst, ob du die Ausbildung machen willst. Wenn ja, freuen wir uns sehr, dann werden wir dir, wie gesagt, auch am Ende helfen, einen Job zu finden, sodass du Geld verdienen kannst und einmal ausprobieren kannst, auch in der Praxis, während du Geld verdienst, ob die Tätigkeit langfristig was für dich ist oder nicht. Kleiner Spoiler, macht eigentlich ganz gut Spaß. Jo, und vor allen Dingen, das Geile ist halt, wenn du dir einen Beratungstermin bei uns buchst, du sprichst halt ausschließlich mit Beratern oder Closern von uns, die alle mal in deiner Situation waren. Ja. Die hatten alle mal einen Hauptjob, die waren alle mal im Hamsterrad, teilweise sogar Schicht gearbeitet, beziehungsweise ich glaube ehrlich gesagt, dass alle unsere Closer mal Schicht gearbeitet haben.
Ja, stimmt. So, und du kannst dir genau fragen, wie war das bei dir damals? So, hattest du nicht Schiss, dass es irgendwie so und so läuft? Oder wie ist das? Musstest du das mit deinem Arbeitgeber abklären? Bla bla bla, diese ganzen Sachen. Das kannst du dir alles fragen und die können dir wirklich aus erster Hand Rückmeldung geben von sich selbst zum Beispiel, aber auch von anderen Kundinnen und Kunden, die das gemacht haben. Und wie gesagt, dieses Beratungsgespräch ist kostenlos, ist unverbindlich und du kannst dich da wirklich informieren. Deswegen bieten wir das an. Und wenn du Nein sagst, weil du keinen Bock hast, ja, dann ist es auch okay. Völlig okay. Wir machen hier bei uns nicht mal Follow-up. Ja, also wir rufen nicht mal großartig Leuten hinterher, weil wir einfach so viele Anfragen bekommen. Okay? Im Endeffekt ist einfach eine tolle Möglichkeit für dich, dass du dich einmal wirklich im Detail über die Ausbildung informierst. Ja. Die Entscheidung triffst natürlich du am Ende, ob du Bock hast, die dann zu starten oder nicht. Aber es lohnt sich definitiv, zumindest wenn du uns jetzt schon die ganze Zeit im Podcast hörst, dann hast du ja offensichtlich Interesse an der Materie. Dann geh einmal ins Beratungsgespräch. Guck dir das einmal vom Nahen an, stell vor allem auch mal alle Fragen, die du hast aktuell, weil das ist ja, ne, Podcast ist ja ein recht einseitiges Medium. Aber da hast du die Möglichkeit, einfach mal jemandem, der das Ganze, der diese ganze Entwicklung schon, wie der Konstantin sagt, durch hat, jede Frage zu stellen, nutzt die Gelegenheit auch Löcher, die wie Schweizer Käse. Die sind auch noch nicht so weit weg davon wie ich. Ja, stimmt. Weil, also ich gebe schon zu, ich kann wirklich teilweise nicht verstehen, wie Leute das einfach akzeptieren, irgendwie, weiß ich nicht, in einem Job zu sein, den sie hassen. So, das ist, ich wirklich, das ist für mich wie eine andere Welt. Aber wenn du jetzt mit einem Closer von mir sprichst, der erst seit einem Jahr oder so für mich arbeitet zum Beispiel, der ist doch da noch nah dran. Bei mir ist das, keine Ahnung, 7, 8 Jahre her insgesamt. Ja. Also von dem her, sprecht mit denen, informiert euch, gebt Gas, es wird nicht mehr einfach und du musst selber dich um deinen Stuff kümmern. Es ist einfach so, okay? Yes. Hochpreis-closer.de. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Lea, du auch? Freilich. Tipptopp. Leute, Grüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Tschüssi.